Wenn du kein Problem hast, dann musst du ja auch nichts ändern. Grüße gehen raus an Caro und hallo Miri und hallo alle anderen. Hallo Jan und hallo, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und was ist, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich was ändern. Oder ich finde das Problem gut und lass es. Ja, also wenn du es gut findest, hast du ja kein Problem. Aber es war total cool. Also der Caro wird dem einen oder anderen hier ein Begriff sein. Der war ja nun auch schon 3-4 Mal. Also 2 Mal mit seiner eigenen Folge. Mit und den Welpen war er mit dabei. Also wir sagen mal so, er war fast so oft hier wie wir beide. Fast. Und den Vortrag durfte ich am Freitag hören. Und das ist einer der Sätze, der bei mir hängen geblieben ist. Wenn du kein Problem hast, dann musst du ja auch nichts ändern. Fand ich gut. Also so einleuchtend, aber war halt nochmal gut. Das heißt, dein Wochenende war informativ und sogar du hast was Neues gelernt. Mein Wochenende war erstmal arbeitsreich, aber ja, auch informativ. Und bevor ich das vergesse, mein Wochenende war sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank an alle, die uns zuhören. Wir sind einfach mal wieder ganz entspannt auf Platz 13 der Pets and Animal Charts in Deutschland eingestiegen nach der Sommerpause. Habe ich mir gedacht, kann man machen. Sehr cool. Vielen Dank an euch. Wow. Geile Sache. Wowie, wowie. Ja, ich habe am Wochenende Seminar gegeben und dann immer nachts deine ganzen Stories durchgeklickt, um zu gucken, wie euer Dogdiving-Seminar war, damit wir nochmal kurz an letzter Woche andocken können. Hau mal raus, wie war's? Die Bilder sahen cool aus. Die sahen nass aus und zwar nicht nur, weil die Hunde im Wasser waren. So war. Also tatsächlich, das Wetter war richtig schlecht angekündigt. Ich habe auch mit dem Raffi, mit dem Trainer eigentlich tagelang vorher hin und her, lassen wir stattfinden. Ja, nein. Selbst einen Abend noch vorher waren wir so ein bisschen unentschlossen. Aber Samstag hat uns das Wetter Wohlgefallen geschenkt und war viel besser als angekündigt, mit sogar Sonnenschein und ist trocken geblieben und alles. Und es ist einfach, ich bin wieder total geflasht. Klar, als Organisator, das wirst du selber wissen, ist alles sehr anstrengend, das Ganze drumherum, weil du einfach ja alle am Versorgen und Bespaßen bist und am Organisieren und jeder kommt natürlich mit einer Frage zu dir und du willst, dass es für jeden taugt und dass es für ich fand alle mega lustig. Hast. Ich fand mega lustig deinen Post. Nach dem Wochenende wäre ich bereit für das nächste. Ja, nein, dann wäre ich bereit gewesen, dass jetzt das Wochenende erstmal anfängt, weil ich war einfach, ich war brotfertig. Das tatsächlich, das war, naja, wir sind ja dann noch ziemlich lang zusammengesessen und dann war die Nacht auch sehr kurz, aber es war trotzdem mit so vielen schönen Momenten und wie du sagst, das hat einfach das reflektiert. Ich habe übrigens auch total viel Feedback von vielen draußen zu, von den Zuhörern bekommen. Total spannend, dass halt das Pool-Thema so viele polarisiert, auch natürlich von Top-Dog-Leute, wo mich da angeschrieben haben, weil das einfach ein Riesending ist. Der Hund rast da durch und dann am Pool musste da 3 Sekunden warten. Und das war auch tatsächlich wieder so am Wochenende. Wir hatten 2 Momente, da hatte ich Gänsehaut am kompletten Körper. Ich wusste gar nicht, dass man so krass Gänsehaut an der Kopfhaut haben kann. Also lass mich raten, der eine Moment, als wir geschrieben haben, als es um deinen Welpen ging. Hast du mir geschrieben? Ja. Echt? Wow. Wowie, wowie. Ich muss deine Nummer echt mal einspeichern, das kann ja so nicht weitergehen. Hau raus, in welchen beiden Momenten? Also ein Moment war, da hat eine kurzfristig abgesagt, passiert halt immer wieder mal. Und dann kam eine zum Zuschauen, die hat den Pool schon genutzt. Der Hund hat aber tatsächlich hier im Pool so schwimmen gelernt. Und am Anfang ging der gar nicht rein, wirklich gar nicht. Dann ist sie mit rein und das fand ich super interessant. Kein Futter, kein Spielzeug hat gezogen, sondern nur die Besitzerin als Bindungsperson. Und dann hat der Hund einfach gesagt, dann gehe ich zu dir und dann komm, rette ich dich und wir gehen wieder zusammen raus. Jetzt war es so nach dem dritten Mal, würde ich sagen, dritten, vierten Mal, ist der Hund alleine rein. Sie konnte wirklich draußen stehen bleiben. Aber der ist halt nicht von oben gesprungen. Ich habe aber gesagt, sie soll sich erstmal damit zufrieden geben, dass der allein reinspringt, sein Spieli holt und wieder über die Rampe rauskommt. Dann ist der Platz frei geworden. Sie hat den Platz spontan genommen. Sie war nur zum Zuschauen. Dann habe ich gesagt, hey, willst du den Platz? Dann ist sie heimgefahren, hat den Dackel geholt und ist wieder zurückgekommen. Also war kein Dackel, war ein deutscher Schäferhund. Und dann ist sie gekommen und wir haben es hinbekommen, oder der Raffi in seinem Training und Motivieren des Hundes war total süß, weil er sitzt mit Besitzerin vorne an der Stehkante, die zeigen auf das Spielzeug, wir haben ein Bild, das muss ich dir noch schicken, total geil. Er so, da ist ein Spiel, die Besitzerin, so komm, trau dich. Und er schaut sie an, nee, lass mal, ne? Also, ey, echt, das ist so cool, das Bild. Aber er hat sich getraut
und ist da reingegleitet von oben. Also er hat dann beim zweiten, dritten Mal echt versucht zu springen oder hat einen Sprung gewagt. Und dann hat die sich so gefreut und alle drumherum, standen einige drumherum um den Pool, plötzlich alle so, und ich habe gedacht, boah, jetzt kommen Konfetti, Silvesterraketen gehen jetzt hoch. Ne? Also es war so eine Stimmung, obwohl eigentlich ja nicht der eigene, sondern ein fremder Hund reingesprungen ist. Und der zweite aber voll Moment, der geile Support für den Hund dann so, ne? Richtig mega. Geiler Support. Und das ist, was ich ja aber auch gesagt habe. Ich glaube, dass diese Emotionen, diese nicht gespielten, sondern diese echten. Und ich hatte es tatsächlich auch nochmal erst heute mit einer Kundin, dass ich gesagt habe, natürlich bestätigen wir die Hunde, egal ob das jetzt Obedience oder Agi oder IGP oder was alles gibt, wir bestätigen die Hunde. Aber meistens muss ich mich fragen, woher, also es sagt mir ja jemand anders, jetzt war es gut, bestätige es. Ob ich das in diesem Moment gut fand, und jetzt nehme ich mich hier selber als Beispiel, ich gehe ins Agi-Training, der Hund macht eine Sequenz. In der Sequenz gefallen mir schon zwei, drei Sachen nicht. Unaufmerksam, ich habe gerade das Gefühl, der gleitet mir aus der Hand. Oh, jetzt habe ich ihn gerade noch so hier ins Außen oder ins Rechts bekommen. Und dann steht er gut an der Zone und dann sagt die Trainerin, bestätigen oder Balli oder sie wirft den Ball oder whatever. Und dann, ja, freudig. Und dann sage ich, ja, feiner Hund, toll gemacht. Und innerlich denke ich aber so, ja, das letzte war jetzt schon gut, aber da waren jetzt davor Sachen, die hätten besser laufen können. Weil ich ja nicht in dem Moment, und die wenigsten trauen sich ja tatsächlich, wenn du einen Weg vorgegeben bekommst und bis dahin läuft alles gut, dann ziehst du ja den Weg durch und sagst selten, es gibt ein paar, ich will jetzt nicht sagen alle, aber selten sagst du dann nach 4 Geräten oder nach 5, das war jetzt so geil, jetzt hole ich meinen Ball raus und bestätige. So, es läuft gut und dann machst du ja, hatten wir schon mal das hier, machst du weiter, weiter. Und da ist einfach, dass aber doch oft von außerhalb ein Trainer oder jemand klickt oder jemand sagt, ja, jetzt Spieli geben, auch in der Unterordnung, ja, jetzt schaut der Hund gut, du schaust ja gerade aus. Und das ist nicht so dieses Gefühl von mir, diese Emotionen dann, sondern so, blöd gesagt, auf Anweisung sich freuen. Ja? Aber es ist witzig, ne? Dann trennen wir quasi Technik von Gefühl. Genau, total. Total. Und das finde ich beim Dogdiving, ja, ich muss auch sagen, es ist eine junge Sportart, wenn das mal mehr publik wird, mehr auf Wettkampfniveau, weiß ich auch noch nicht, wo sich das hinentwickelt. Aber jetzt im Moment empfinde ich es einfach noch voll so. Und ich habe mit allen geredet. Die Stimmung war so gut, es war so entspannt, es war kein Wettkampfdenken, es war über kein, oh Gott, der traut sich nicht rein. Es sind Leute wirklich hier mit ins Wasser gegangen, wo alle danach denen auf die Schulter geklopft haben, boah, wie krass, dass du reingegangen bist. Und da hat auch, es war auch noch eine andere Hundetrainerin mit da, Grüße an Sigi, die hat echt dann gesagt, ich kann doch von meinem Hund nichts verlangen, dass er reingeht, wenn ich das selber nicht mache. Und da habe ich so gedacht, wow, auch richtig geiler Satz. Also ich verlange das von meinem Hund, gehe in den Pool. Wie komme ich dir auf die Idee, nicht zu sagen, ich gehe selber rein und zeige es ihm mal, hey, komm, passiert nichts. Ne? Weil ganz viel, nein, ich ziehe mich nicht um, ich gehe nicht rein, es regnet draußen. Am Sonntag war ja wirklich Dauerregen und viel Wind bei uns, obwohl es gar nicht so kalt war, Gott sei Dank. Und das Wasser war super warm, die Hunde sind nicht rausgekommen und waren total warm noch. Und das war cool. Und der zweite Moment war für mich, da bin ich mit dem Gemmi, und klar, der Gemmi springt immer gute Distanzen, aber der Raffi sagt mir einfach dann so Feinheiten und das verändert total viel. Und dann war das ein Sprung und ich sehe schon im Sprung, der wird gut. Und der Gemmi landet und bevor ich warte immer kurz, bis der sein Spieli hat, bis der in meine Richtung schwimmt, dass der das wirklich mitbekommt, dass ich mich jetzt freue. Und der ist noch nicht mal richtig im Wasser gelandet und ich habe gedacht, ja, war geil. Und drumherum, blau. Aus, toben, schreit. Ich habe mich kurz umgeschaut und habe gedacht, fährt irgendjemand auf den Hof hier, ne? Kommt die Queen, was weiß ich. Habe ich jetzt die Fußball-WM gewonnen? Was ist denn hier gerade passiert? Und ich klatsche mit, aber mein Klatschen hat der Hund gar nicht gehört, weil drumherum so die Party stattgefunden hat. Und sowas findet er, das feiert er ja richtig, ne? Wenn da so Getöse drumherum, dann rennt er nochmal mit seinem Spieli, stellt sich echt wie so ein Model an den Steg. So, habt ihr das gesehen? Geile Scheiße, ne? Also das ist, und da hatte ich so eine Gänsehaut, weil ich gedacht habe, ich wollte mich gerade freuen und alle anderen haben sich einfach schon davor so gefreut, dass, das war dem Hund egal, ob ich jetzt gesagt habe, das war toll oder nicht, der hat es sofort von allen außerhalb mitbekommen, dass das gerade eine richtig geile Leistung war. Und im Endeffekt, ich breche zwar jetzt runter und jeder, wo auf dem Workshop jetzt war, wird wissen, es ist nicht nur der Hund springt ins Wasser und es kamen viele zu mir und haben gesagt, boah, haben wir völlig unterschätzt, dass ich auf Bodenbeschaffung, Beschaffenheit achten muss, auf Wind, auf Wetter, auf das Spielzeug, auf die Wurftechnik, auf den Abstand des Hundes, wann springt er ab, wie werfe ich das Spielzeug?
Was habe ich für ein Spielzeug in der Hand? Wie landet der Hund? Wo ist der Fokus? Dass alle gesagt haben, wir haben echt gedacht, du wirfst da halt was und der Hund springt. Aber dass das ein richtiges Techniktraining ist und dass wir da wirklich im oberen Bereich, wo der Raffi einfach auch mit seiner Hündin schon überall mitgesprungen ist, dass es da um solche Feinheiten geht, ist irgendwo ein Loch an der Kante, die laufen vorne die Stegkante ab, wie ist da die Beschaffenheit, ist es irgendwo eine Unebenheit, ist das Gras irgendwo ein bisschen höher, wie stelle ich mich dann dahin, dass der Hund da nicht wegrutscht oder sonstiges. Also da waren schon viele Beeindruckungen, da habe ich gedacht, ja, schau, es ist halt doch nicht nur so dieses Belächelnde, naja, der Hund springt ins Wasser, was soll das für eine Sportart sein? Und auch die Belastung fand ich auch total nett, da kamen dann welche zu mir und haben gesagt, was für eine krasse Belastung kommt da eigentlich auf den Körper? Schwimmen ist doch gesund, ist ja so ganz typisch. Und plötzlich so, oh nee, und selbst aus Schwimmwesten, wo viele echt schon anhatten, also total super und Fortschritt und haben ihre eigenen mitgebracht, selbst unter den Schwimmwesten konnten wir nochmal Unterschiede festmachen. Also es war einfach ein super, super anstrengendes Wochenende für mich, aber emotional wieder genau das, wo ich gedacht habe, das ist für mich ein Hobby, was Spaß macht, wo ich wirklich drin aufgehe, wo ich gern meine Freizeit dafür investiere. Und eigentlich mag ich mich mal vage zu erinnern, dass früher Hundesport auch in dieser Regel war. Ne? War nicht alles besser, um Gottes Willen. Da waren manchmal Techniken dabei, wo ich heute den Kopf schüttle und sage, Gott sei Dank hat sich da viel weiterentwickelt. Aber so dieses Ehrgeizige und dieses Krasse und einfach, es geht nicht mehr, eine coole Zeit mit seinem Hund zu verbringen, sondern der sollte da eigentlich dann auch schon im Training eine krasse Leistung zeigen. Und wenn das Training scheiße war, dann kriegt der Hund das automatisch so zu spüren, weil wir sind leider nicht so gute Schauspieler, dass der Hund das nicht mitbekommt. Und das war wieder so mein absolutes Highlight, was wir, wie du sagst, letzte Woche schon hatten und was jetzt am Wochenende ich wieder ganz intensiv durch verschiedenste Hunde, Hunderassen und Hundebesitzer kennenlernen durfte, dass einfach dieser Spaß und diese Freude und diese Motivation, kein Hund ist groß 6 Meter gesprungen, aber einfach der Hund springt ins Wasser und die Leute waren happy. Und dann kommen die nach der ersten Einheit schon und sagen: Was ein geiles Wochenende, ich bin so stolz auf meinen Hund. Und du schaust denen in die Augen und die meinen das wirklich so. Hilf mir kurz, wenn ich überlegen würde, umzuschulen und Dogdive-Trainer werden möchte, wie würde mein Arbeitsalltag aussehen? Neoprenanzug im Pool, Sonnenbrille? Braun gibt Brand mit roter Badehose, am Steg stehend und einer Sonnenbrille und einem Bier in der Hand. Also dann doch wie beim Agi eigentlich. Ähnlich, ähnlich. Also wie von deinen Agi-Seminaren bestimmt, ja. Was Nee, waren sag denn mal. deine Highlights? Ja, aber ich würde mich wirklich kurz interessieren, so. Was erklärt man dann? Also, wie der Mensch besser wirft oder wann er wirft oder worum geht es inhaltlich? Naja, erstmal musst du ja den Hund ins Wasser bekommen. Wir hatten tatsächlich ja auch Hunde dabei, die sind noch gar nicht ins Wasser gegangen. Und da auch zu motivieren, ohne Raffi seine goldene Regel ist, wer den Hund ins Wasser schubst, wird hinterher geschubst. Also der Wow. Hund muss aus eigener Überzeugung gehen. Man darf ihm helfen, unterstützen, ja, aber wer den Hund diesen Schubs nach vorne gibt oder der darf erstmal selber rein. Ne? Also wenn, dann musst du schon selber ins Wasser steigen und deinen Hund nehmen und sagen, guck mal, passiert nichts, aber nicht dieses Hau-Ruck-Verfahren so ein bisschen. Und dazu erstmal, und das ist halt auch eine Geduldssache und das hat der Raffi einfach, ne? Der steht da dran mit dem Spieli und was weiß ich. Dann halt auch, wenn die Rampe nicht finden, dann stürzt plötzlich Raffi sich in die Rampe runter und ich sag so, ey, du stehst mit deinen Schuhen im Wasser. Ach, egal, sind eh schon nass, ne? Steht danach trotzdem noch 5 Stunden mit nassen Schuhen da oben, steht im Vollregen da. Also, ich glaube, du brauchst viel Geduld, du brauchst viel Einfühlungsvermögen, dich auf das Mensch-Hunde-Team einzulassen. Und dann musst du halt auch, aber ich glaube, das ist wie bei allen Trainern, diese Individualität, wo will denn dieses Team hin? Wollen die eine coole Zeit haben? Ich kenne das von deinen Seminaren, du sagst aber, hey, wollt ihr einfach hier ein cooles Wochenende haben? Wollt ihr ein bisschen Agi machen? Wollt ihr was Neues lernen? Oder wollt ihr wirklich Richtung Wettkampf, Turniere? Wollt ihr an Feinheiten feilen? Solche Sachen. Und das ist natürlich auch beim Dogdiving, während der Fokus bei dem anderen lag, der Hund muss erstmal die Rampe runter und selber ins Wasser, habe ich gesagt, naja, da schläft der Gambit dabei ein. Bei dem muss ich eher sagen, geh mal nicht auf die Rampe, sondern warte mal, bis ich dich freigehe. Und bei dem geht es dann um Feinheiten. Wie springt dieser Hund 10 oder 20 Zentimeter mehr? Na, also da ist dann wirklich viel Wurftechnik, wie ich mich werfe, wie mein Körper sich verhält, wie ist die Wurfkurve, wie kriege ich den Fokus auf das Spielzeug, aber auch, wie lernt der Hund denn dieses Spielzeug zu fangen? Hatten wir tatsächlich auch, ich nenne jetzt keine Rasse,
die das halt nicht selbstverständlich, ich gehe voll auf die Beute drauf und egal wo die hinfliegt, da schaue ich hin, sondern ich halte das oben, ich lasse das fallen und dann schauen die so runter, oh, runtergefallen, okay, dann nehme ich vom Boden hoch und bring's dir. Na, also auch das, und das bringt mir halt nichts. Wenn der erst zuschaut, wie das im Wasser landet und dann sagt, ich springe jetzt ins Wasser und apportiere dir das, bringt halt fürs Stockdiving, um die jetzt groß weiterzubekommen, nicht so viel. Aber dann natürlich auch Problemlösungen, sage ich jetzt mal, wenn der Hund einen falschen Sprungstil oder sich was anderes antrainiert hat, wie bekomme ich das wieder verändert und raus? Und wir haben auch nicht nur das Big Air, das ist ja nur das Weitspringen ins Wasser. Das Stockdiving hat ja vier Unterpunkte, sage ich mal. Und wir haben auch Speed und Retrieve trainiert. Von daher, da sind natürlich wieder andere Anforderungen an den Hund gegeben. Cool. Hört sich auf jeden Fall Ja. wirklich spannend an und Grüße gehen nochmal raus an Raffi, weil auch der hat natürlich hier schon seine eigene Folge im Podcast gehabt. Insofern, ja, es ist der Raffi, der hier schon mal war, falls sich das der ein oder andere gerade schon gefragt hat. Genau. Jetzt erzähl, wie war es bei dir? Ja, total cool. Vielleicht kurz vorweg, wir haben noch nie so aktuell genommen wie heute. Es ist Das einfach stimmt. Montagabend, 20:02 Uhr. Das heißt, das Ding ist in unter 12 Stunden online, vorausgesetzt, dass Korrekt. WLAN hier im Dorf schafft es, das gleich hochzuladen. Also total cool. Deswegen ist es uns möglich, über unser Wochenende zu sprechen, was jetzt wirklich gerade da war. Ich habe ein Seminar gegeben über 3 Tage und wie ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, der Caro war da und der hat Freitagabend seinen Vortrag gehalten und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig wiedergebe. Im Hundenapf kann ein Goldfisch wohnen. Hilf mir, Miri, heißt es so? Ich würde sagen, der Goldfisch im Futternapf, aber Genau irgendwie das so. stand da. Genau, Aber das er ist war. das Gleiche, ne? Einfach nur umgedreht. Genau, das war total spannend. Zum einen, weil ich logischerweise die Folgen kenne, die du mit ihm aufgenommen hast. Und dann hat er sein Konzept da ein bisschen weiterführend ja, erklärt, erläutert, ist auf Fragen eingegangen. Und ja, auf der anderen Seite der Medaille war er quasi als Teilnehmer in dem Agi-Seminar und wir hatten somit einen Hund, und das hatte ich schon wirklich lange nicht mehr, der seine allerersten Schritte im Agi ja dann quasi bei mir in einem Seminar gemacht hat. Und das war echt spannend, weil dann musste er echt nochmal anders erklären, weil das ja nicht klar ist. So, und das ja, waren coole Momente, die mir echt Freude bereitet haben, wo ich dachte, krass, es ist wirklich, wirklich cool, jemandem das allererste Mal zu erklären, was die Anforderungen an seinen Hund und an ihn hier eigentlich gerade sind. Das hat mir Ist es Freude dir schwer bereitet. gefallen, weil du jetzt sagst, du hast es schon ewig nicht mehr gemacht? Musstest du dann echt so überlegen, boah, wie erklär, oder sagst du, nee, das sind Basics für mich, total easy. Jetzt war es, glaube ich, easy, weil Caro einfach ein großes Hundeverständnis hat und einfach von sich aus weiß, wie Hunde lernen. Und er einfach auch Rückfragen gestellt hat, wenn er es nicht verstanden hat. Er ist jetzt eher nicht so der schüchterne Typ. Ja. Findest du? Aber ja, ich habe erstmal wieder festgestellt, wie viel Feinheiten es dann eigentlich doch sind, die wir als selbstverständlich hinnehmen, die aber für jemanden, der es noch nicht gemacht hat, logischerweise die Welt bedeuten. Und das war wirklich, wirklich spannend, das Nenn mal über ein so ein. Beispiel. Wir haben wirklich alles gemacht, von Führhand über Gegenhand, Fokus, Zugpunkte, wirklich alles, so wo du sonst irgendwie. Ja, einfach nur das Wort sagst und dann weiß dein Gegenüber, was gemeint ist und hat eine Idee davon, was wir gleich erarbeiten wollen. Und da erklärst du halt erstmal das perfekte Endbild, was du eigentlich später irgendwann mal sehen möchtest, damit sich dein Gegenüber überhaupt vorstellen kann, worum es hier geht. Und dann wird es einfacher, weil dann natürlich andere Teams gelaufen sind und, ne, wie eben schon gesagt, er hat ein extrem hohes Verständnis davon, wie Hunde lernen und hat dann, ich glaube, Sonntag stand er irgendwann neben und meinte so, wegen dem Oberkörper, ne? Drück die immer nach vorne, ne? Ich sage, ey, Caro, kein Thema, ich hau einfach ab, läuft bei dir. Okay, das heißt aber, er stand dann auch so viel bei dir und hat dazugehört, wie du erklärt hast. Das Ja, hast du es kann, ja also ich bestimmt hoffe, auch wir nicht mehr dürfen, so oft, oder? ich hoffe, wir dürfen das hier alles sagen. Caro, wenn nicht, Ist es eh hören zu nicht so spät. Es viele. ist schon online. Hilft nicht. Ja, er stand wirklich das gesamte Wochenende da, außer er war mit seinem Hund Gassi. Ansonsten war der die ganze Zeit on fire und war so Krass. aufmerksam. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja. Es war sehr, sehr cool. Es war ein sehr, sehr cooles Seminar, war eine sehr, sehr coole Gruppe, sehr, sehr coole, sehr energetische Hunde. Es hat sehr viel Freude bereitet. Wir waren leider Anfang August in der Halle, weil der Sommer so ist, wie er ist, aber macht ja nichts. Du hast letztes Mal noch gesagt, wir sind zurück aus der Regenpause. Also hier ist das noch nicht so der Fall. Hier auch nicht.
Wie ist es für dich als Trainer, jemanden neben dir stehen zu haben? Fandest du das anstrengend oder fandest du das eher positiv, dass du gesagt hast, vielleicht macht man sich selber nochmal oder erklärt das nochmal? Klar, du hast das alles als Gedanken da, aber kannst es nochmal anders rüberbringen. Passiert, glaube ich, doch nicht so häufig. Habe ich jetzt selten am Agi-Seminar gesehen, dass jemand die ganze Zeit da neben dir steht und wirklich Fragen stellt Ja, oder sich das andere auch gezielt anschaut. ist total witzig. Habe ich auch nicht so häufig, wobei es in letzter Zeit immer häufiger vorkommt. Ich habe wirklich ein paar Leute, die mittlerweile fast mitreisen, aber nicht, um immer teilzunehmen, sondern wirklich, um ja diese Trainerperspektive für sich zu schulen. Davor ziehe ich meinen Hut und habe den größten Respekt, wer das so einen ganzen Tag mit durchzieht. Und was sehr, sehr spannend zu beobachten war, dass andere Teilnehmer logischerweise dann auch erklärt haben, weil ich ja nicht die ganze Zeit quasi zur Verfügung stehe. Und das war dann ein total cooles Gruppending wieder, wo du dachtest, so ja, geil, ey. Jemand, der dann mehr Ahnung hat, weil er schon länger dabei ist, kann dann sein Wissen weitergeben. Und das war total schön zu beobachten einfach. Cool, dass auch die Gruppe dann da so mitgemacht hat, ne? Ja, Also. wirklich. Also mega Gruppe. Ich bin da schon seit ein paar Jahren immer wieder. Die kennen sich einfach alle. Das ist da irgendwie echt wie so eine Big Family. Sehr, sehr witzig und ja, hat mir große Freude bereitet. Dann hattest du ja, Grüße gehen raus. dann hattest du ja fast so ein schönes Wochenende wie ich von der Gruppe. Ja, mach mal das fast Ja. weg und dann passt es. Okay, vielleicht war es bei euch ein bisschen trockener durch die Halle als bei uns. Aber ansonsten, so wie du es gerade beschrieben hast, habe ich wieder gedacht, so krass, eigentlich ist es vollkommen egal, was der Inhalt ist, weil es doch in so einem Training oder so immer um dieselben Dinge geht. Ne? Zum einen um die Technik der Sache und dann halt irgendwie um die Emotionen und um das Gefühl, was man dabei haben sollte. Finde ich witzig. Und da war es dann, als du eben erzählt hast, ey, die sind alle, als der Gambit so cool geschwungen ist, sind die draußen alle so abgegangen. Da war das halt auch so. Wenn eine geile Sequenz war und du kennst mich, ich kann wirklich laut schreien, ist meine Stimme ab und zu untergegangen, weil der Rest so einen Supporter gegeben hat und Ach, wirklich geil. so laut geklatscht hat und gejohlt hat, dass genau wie du auch sagst, ey, die Hunde da wirklich wie Don Geilo durch den Ring gelaufen sind und gesagt haben, yes, ich war's. Ja. Ich gebe später So. Unterschriften. Ja, genau. Und dann auch total cool, einfach genau in dem Moment so zu sagen, so, du guckst den Hundeführer oder die Hundeführerin an und dann so, ja, lassen wir stehen, ne? Ja, klar. Ja, Bombe. Geil. Genau so, ey. Und jetzt raus mit dem Gefühl, auslaufen, eine geile Zeit haben. Das richtig geil mitnehmen, das Gefühl. Und dann ist es halt wirklich so wahrhaftiger Stolz und wahrhaftige Freude, genau was du sagst, was man gar nicht spielen kann, sondern was dann wirklich da ist. Ne? Wenn du da stehst und einfach Gänsehaut hast, weil ein anderes Team da irgendwie Nuller in der Sequenz läuft. Ja, Ja. ey, manchmal musst du dich ja selber fragen, sag mal, ist Agility, ist eine scheiße Sequenz in dem Seminar, die verändert nichts, aber trotzdem, ich finde es geil. Ich feiere es, wenn die Leute es mitfeiern. Und es von außen quasi erkannt wird, was für ein besonderer Moment das gerade war, dass Ja. andere es fühlen. Dann denke ich so, ja krass. Und wenn ich dann danach den Hund sehe, dann weiß ich, okay, so ein Ball, so ein Futterbrocken und so, das ist nice to have. Aber es geht nichts über diesen Support, der dann kommt, wenn es wirklich, wirklich so ein Bam-Moment ist. Aber ich glaube, auch das ist wieder viel automatisch. Jeder, wo sich aufregt oder wütend wird, das passiert ja nicht nur verbal. Die anderen können mich jetzt nicht sehen, aber ich sitze jetzt nicht so dran und sage, ja, das ist total blöd. Das ist, sondern man macht automatisch, man kneift die Augen zusammen, man macht so Fäuste, man gestikuliert. Da bringt man ja Körpersprache rein. Und in dem Moment, wo halt diese Emotionen von innen kommen, egal ob das Freude ist, ob das Jubel ist, ob das aber auch, ich bin jetzt sauer oder ich bin enttäuscht oder was weiß ich. Das drücken wir ja schon auch über Körpersprache aus. Und wenn das, glaube ich, ehrlich ist, dann versteht das halt auch der Hund so krass. Das können Worte über Konditionierung so gar nicht so ausdrücken, wie diese Körpersprache, was durch diese ehrliche Emotion einfach hochkommt. Was natürlich mega ist, wenn das Leute von außerhalb, nicht nur wenn ich selber das als Hund. Und das ist schon, muss ich aber auch sagen, ich finde, das ist schon echt eine Kunst, dass es jemand für den Hund über Körpersprache so ausdrücken kann. Uns fällt es jetzt beiden nicht ganz so schwer, alle, die uns kennen. Aber es gibt ja doch so welche, die loben den Hund. Und wenn ich die Worte nicht hören würde, jetzt wirklich, wir machen mal auf Stummfilm, ne? Jetzt in einem Zoom und die sollen jetzt den Hund loben, aber ohne sich zu verstellen. Ich würde nicht wissen, ob die gerade mit dem schimpfen, weil halt einfach der Mund bewegt sich nicht groß, die Augen bewegen sich nicht groß. Da ist einfach ganz wenig Mimik. Es gibt einfach auch so Leute, die tun sich dann auch echt schwer, aus sich rauszukommen. Was ja auch, ja, jeder ist halt so, wie er ist. Und das ist für einen selber, finde ich, völlig okay und legitim. Oder wenn ich mit anderen Menschen, weil wir können das Verbale gut ab,
Aber in dem Moment, wo ich halt etwas von einem anderen Lebewesen möchte, jetzt bleiben wir beim Thema Hund, müsste ich mir eigentlich schon Mühe geben, mit seiner Sprache zu kommunizieren und da halt aus mir rauszugehen. Da kann ich halt nicht mehr diese Entschuldigung, naja, ich bin halt so, sondern ich möchte ja etwas, was er macht für mich. Klar, das macht ihm dann auch selber Spaß, steht außer Frage. Und dann müsste ich mir halt auch Mühe geben, auch wenn mir das nicht so liegt, auch wenn ich nicht der Mensch bin, wo sich so freuen kann oder auf dem Boden wälzen oder durch Mauern springen oder was weiß ich, ne? Aber ich finde schon, da muss man dann halt auch so ein bisschen an sich selber arbeiten. Witzig, meine Frage dockt jetzt mal daran an. Eine Antwort, die ich häufig dann bekomme, ja, mein Hund kennt mich. Der weiß schon, dass das so gemeint ist. Was sagst du dazu? Glaube ich auf jeden Fall, dass die Hunde, auch die sind ja genauso Gewohnheitstiere, wie wir das sind. Ich glaube schon, dass der Hund das dann so als Lob versteht oder als Schimpfe versteht oder so. Wie du sagst, weil die ja sagen, naja, der lebt ja mit mir zusammen und der beobachtet mich den ganzen Tag und der weiß schon, dass ich ihn lobe. Und ich glaube, das ist auch für ihn Lob. Aber was würde denn passieren, wenn du jetzt daran noch was veränderst und der plötzlich wie überrascht ist? Also ich sage immer, die schönsten Geschenke sind für mich, wenn mich Menschen mit irgendwas überraschen, was ich mal nebenbei sage, und dann machen die das, setzen es um, egal ob es ist hier, wir gehen Kaffee trinken oder die Überraschungsparty. Die Geschenke, was ich jetzt zu meinem Geburtstag bekommen habe, waren mir völlig egal. Die Menschen haben sich Zeit genommen, haben das vorab geplant und standen einfach da. Die hätten mir nicht mal eine Blume schenken müssen. Einfach, dass die da gestanden sind, egal von wo gekommen sind, mit Zug und Bahn und Auto und schieß mich tot. Das war für mich das Größte. Und dann war ich so überrascht, dass, und das passiert bei mir nicht oft, ich war wirklich sprachlos. Ich wusste nicht mehr, was ich, und sonst rede ich viel und bin gleich emotional. Und ich war plötzlich ganz anders. Ich war wie in mich zurückgezogen und habe so gedacht, wow, krass, ich musste das alles erstmal so verarbeiten und konnte mit der Sache erstmal so gar nicht umgehen. Und dann denke ich immer, schau mal, wie viel Potenzial noch in etwas steckt und wie man sich verändern kann, wenn halt mal so überraschende Sachen kommen. Wenn der sich jetzt schon freut über dein Verhalten, so wie du bist, was würde erst passieren und vielleicht wie viel Puffer haben wir noch nach oben, wenn man sich nochmal da ein bisschen in die Richtung verändert für den Hund, nicht jetzt für einen anderen Mensch oder für einen Job oder sonstiges, sondern ich will mit meinem Hund irgendwie was machen. Jetzt veränder mal was. Ich finde das schon super spannend und das siehst du den Hunden sofort an, weil ich das auch, weil ich eine gute Bekannte habe, die ist auch so. Ja, das ist halt, die lobt den Hund und die geht super mit dem Hund um, aber jetzt so hier Hände über den Kopf wedelnd rumrennen und den Hund anschreien und selber hüpfen und Hampelmänner und Luftsprünge machen, das ist nicht so. Und dann ist die einmal doch, und sage ich so, jetzt hier schönster Gedanke und dreh mal voll durch und ne? Und dann hat die das gemacht und der Hund plötzlich völlig explodiert. Sie angesprungen, gewedelt und plötzlich stand der da, wo davor so gesagt hat, ja. Wir können schon was arbeiten, aber sag halt, wann du willst, dann fangen wir an. Danach kriege ich einen Balli, dann hat er so sein Balli genommen, ist danach halt so seine Runden gerannt, ne? Dann sagt sie wieder, komm her, dann kommt der auch sofort her. Und plötzlich ist sie so explodiert und der Hund ist gar keine Runde gerannt. Der stand da mit seinem Balli, hat die angesprungen, hat gesagt, was ist denn mit dir los? Über was freuen wir uns denn? Egal, wir freuen uns, ach, wie cool, wie cool. Und plötzlich stand der da und dann sagt sie, wow, was ist denn das jetzt für eine Arbeitsbereitschaft? Sonst muss ich ihn hierher rufen. Und plötzlich stand der da und sagt, hey, geil, ich will das nochmal, können wir das nochmal machen? Kannst du nochmal so flippen? Und das fand ich halt, muss jetzt auch nicht auf jeden zutreffen. Ne? Ich bin ja auch gar kein Fan, wo alles verallgemeinert. Ich bin ja ein Riesenfan von Individualität. Aber einfach mal so experimentierfreudiger werden. Ne? Einfach mal was anderes ausprobieren und damit auch den Hund überraschen. Und dann schreibe ich mir, keine Ahnung, die Reaktion vom Hund auf, wiederhole das ein paar Mal, ist es reproduzierbar, ja oder nein? Und dann kann ich doch immer noch entscheiden, gehe ich den Weg oder erachte ich das als sinnlos. Also das ist aber auch hier nur meine Meinung. Ja, cool. Bin ich voll bei dir. Und ich glaube, es geht darum, dass der Hund sein Warum findet. Und wenn das sein Warum ist, dann hast du es halt, ne? Und es kostet dich einfach gar nichts. Also außer vielleicht einmal oder zweimal über deinen Schatten springen. Aber mehr nicht. So, who cares? Und irgendwann, und das erlebe ich total häufig, wenn dann gesehen wird, wie der Hund darauf reagiert, dann wird es total ehrlich. Weil man ja genau das von seinem Hund sehen möchte. Und dann denkt man sich so, ach krass. Ja, wenn das die Reaktion ist, wenn ich das mache, hey, dann mache ich sofort. Bombe. So, und dann fängt es an, wie genau wie du sagst, so, dann nimmt es echt ja, eine andere Dimension einfach an, weil es keinen, ich werfe mein Ball mehr dahin oder ich gebe mein Futterbrocken, so nicht falsch verstehen. Auch alles Lob so, ne? Aber anders.
Aber weißt du, was mich jetzt manchmal wundert oder interessiert? Total lustig. Wir haben ja beide jetzt nicht geplant, wo dieses Gespräch heute hinführt. Und ich hatte es aber direkt Ich habe heute. schon das Skript hier offen in Word. Ach so, das hast du mir vergessen zu schicken. Jan, ich habe dir schon so oft gesagt, du musst mir die auch schicken. Sonst weiß ich das doch nie. Schön, dass du. Ah, es reicht ja, wenn einer von uns Bescheid weiß. Auf jeden Fall hatte ich es tatsächlich erst heute mit einer, die da war und auch gesagt hat, weil wir es, deshalb flasht es mich jetzt schon fast, dass wir genau über dieses Thema reden. Wir hatten es nämlich heute über dieses Emotionen und über dieses ehrliche Freund, weil sie auch beim Dogdiving-Seminar war. Jetzt kam sie heute Vormittag noch zur Physio vorbei. Und dann haben wir genau das reflektiert, so wie stolz sie einfach war, dass der Hund sich getraut hat, von oben runter zu springen, ja, und ins Wasser zu gehen, in den Pool zu gehen. Sie hat gesagt, See war schon eine Überwindung, aber jetzt heute in den Pool zu gehen, da erstmal über die Rampe und plötzlich springt er am gleichen Tag noch von der Rampe ab, auch wenn es nicht weit ist, egal, der Hund hat sich getraut, total toll. Und dann sagt sie auch, dass für ihren Hund das verbale Loben viel mehr bedeutet, wie dafür lässt der Hund jeden Keks und jeden Ball liegen. Und dann aber auch super interessant, dann wird trotzdem gesagt, naja, im Agi habe ich ja meinen bestimmten Ball und den kriegt er dann immer zur Bestätigung. Warum? Wie kannst du dir das erklären? Macht das mental mit uns was? Sagen das immer Trainer hier, du musst da mit Balli oder mit Futter bestätigen. Wie kannst du dir das erklären? Dass eigentlich der Mensch ja schon dieses Gefühl und diese Idee. Das größte Lob, und da mag ich deinen Satz, dass du immer sagst, naja, was ein Lob ist, bestimmt ja derjenige, der gelobt wird. Und jetzt hat sie ja schon reflektiert, für meinen Hund ist das Größte dieses Verbale. Und trotzdem greife ich zu einer anderen Bestätigung und erwarte mir aber ja wieder ein perfektes Training, eine schöne Sequenz, was auch immer. Ja, Warum? mega witzig, dass du jetzt genau damit kommst, weil wir nämlich am Wochenende das Thema hatten, wie sehr wir eigentlich in dem Training uns einer Struktur unterordnen. Der Struktur Zeit oder der Struktur, das macht man so oder. Ne, du buchst so eine Halle, die buchst du für 60 Minuten, dann hast du die für 60 Minuten bezahlt und dann machst du halt auch nochmal schnell einen Durchgang. Ja, sind doch noch 10 Minuten. Ne? Und so, glaube ich, ist das halt auch mit dem Ball. Ja, die Sequenz ist vorbei und dann gibt es halt ein Spielzeug und dann kannst du selber auch erstmal durchatmen, weil der vermutlich auch selber, wenn du Vollgas gegeben hast, mal kurz durchatmen musst und erstmal Kraft sammeln musst. Erlebe ich zumindest das ein oder andere Mal, eventuell auch bei mir selbst. Wobei jetzt, ich bin jetzt hier stolzer Gravelbike-Besitzer. Ab jetzt wird es mit der Oh. Kondition steil nach oben gehen, sage ich dir. Und Respekt. kurze zweite Randnotiz, bevor ich es vergesse, wollte ich unbedingt sagen. Ich war vorhin mit den Hunden Fahrradfahren und ich habe eine Seerobbe gesehen. Seehund, Seerobbe, wie auch immer. Das heißt, irgendein Biologe wird mich gleich korrigieren. Richtig geil. Richtig geil. Bin so um die Kurve gefahren beim Hafen und dann standen da so ein Schweizer Pärchen und die haben sich voll gefreut und ich habe es schon so aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Und dann habe ich die gefragt und die beiden so, ja. Dann bin ich erstmal stehen geblieben und dann kam der echt immer so, tick, 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 tick. Ach, Auch gut, in einem geil. Podcast irgendwas mit der Hand zu machen. So hat der gemacht. Tick, 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 tick. Ich sehe es, die anderen leider nicht. Ihr verpasst Aber da ohne was. Scheiß, also passt jetzt gerade gar nicht, aber wollte ich dir unbedingt sagen, weil war so geil, echt so 5 bis 6 Meter vom Rand irgendwie weg und Verrückt. tiefenentspannt dieses Tier da rumgeplätschert. Fand ich sehr, sehr geil. Wo waren wir? Mit Ausdauer wegen deinem Gravelbike. Ah. Und Wo dass waren wir eine da aufpasst. vor? Naja, dass die Leute nicht dem Hund Ah ja, hinterherfahren, dass er eine genau. Verschnaufpause braucht. Genau. Also das bekomme ich zumindest häufig als Rückmeldung, wenn ich dann sage, ey, freu dich mal, mach mal eine Party. Ja, würde ich total gerne, wenn ich atmen könnte. Okay, verstehe ich. Und ich glaube, daher rührt es dann einfach so ein bisschen. Dadurch gewinnst du halt Zeit für dich. Und ich glaube wirklich, dass dieser Glaube einfach besteht. Ja, der hat ja sein Spieli, der mag sein Spieli. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo du eben sagst, ja, Marker ist auch geil, ist eine Belohnung, aber guck mal, wie viel Luft nach oben ist. Wenn wirklich die Belohnung so wäre, wie die perfekte Belohnung für ihn aussehen würde. Aber wie gesagt, also ich denke einfach, das ist individuell total unterschiedlich. Vielleicht gibt es auch Total, Hunde, ja. die sagen, mir sowas von egal, ob der hier Purzelbäume schlägt, wenn ich meinen Ball habe, ist das das Geilste Ey, der ich Welt, kann hier ne? meinen kleinen Terrier nehmen, Minimi. Ja. Ich kann heulen vor Freude. Hauptsache, die kriegt hier einen scheiß Keks. Ja. Die Ja. guckt mich an und sagt, ey, bitte hör auf, aber der Keks. Ja. Ja, sag mir, dass du ihn dabei hast. Ja? Schnell deine Tränen und gib mir jetzt Ja, also für sie ist es wirklich, also und alle meine Hunde werden ja gleich groß, weil die werden ja bei mir groß. Für sie ist es Futter. Zu krass, egal welche Rasse 100%. du hast, die werden alle gleich groß. Mit dem Seehund, wegen dem Seehund,
Du hast gesagt, dass alle deine Hunde jetzt ohne. Ja, aber du hast mich. Also letzte Woche sah ich schon echt ein bisschen blöd aus in dem Podcast. Jetzt auch schon wieder. Können wir das sein lassen, so wegen meinen Gefühlen? Okay. Mental, ich könnte dir einen Mentaltrainer empfehlen. Also, wegen der Robbe fand ich richtig, richtig spannend. Nein, ja, die werden von der Aufzucht her, von dem Gedankengang her, ja, alle ich habe gleich das groß. Verstanden. Nee, hast du ja scheinbar nicht. So, dann müssen wir jetzt auch mal ernste Themen ansprechen. Genau, und deswegen, für mich halt dann wieder spannend, wo ich denke, okay, anscheinend spielt doch irgendwas anderes noch eine Rolle. Und jetzt können wir anfangen, genetische Disposition oder. Wie bei den Hunden. Und dann natürlich sind wir in den Rassen, ne? Also ein Beutegreifer, der, so brauche ich ja jetzt nicht erklären, brauche ich auch, glaube ich, allen anderen nicht erklären. Aber finde ich dann halt spannend, dass so ein kleiner Terrier Futter bevorzugt. Und ist jetzt nicht der erste, den ich kennenlerne, wo das so ist. Scheint so ein Ding von denen zu sein. Um mal so ein richtiges Klischee hier aufzumachen. Also Terrier lieben Futter. So, Punkt. Ich kenne auch einen Terrier, der hängt in seinem Spielzeug einfach, egal was der Besitzer tut und redet und interviewt wird. Der findet einfach sein Spielzeug richtig geil. Grüße gehen raus nach Luxemburg. Oh, komisch, wusstest du sofort, wer gemeint ist. Hey. Wow. Jetzt fall auf, richtig die gute Überleitung. Hast du das Finale am Freitag geguckt? Natürlich, im Gegensatz zu dir. Ich habe den Vortrag vom Caro gehört. Wie war's? Sehr cool, sehr spannend, weil ich habe ja auch vorher nie die geschnittene Version gesehen, sondern wirklich auch nur bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Und das dann nochmal so zu sehen, dass einfach, du weißt, ja, war einfach so, wird ja viel vorgeworfen, im Fernsehen wird alles zusammengeschnitten und was weiß ich. Nee, das würden genau die Sätze gesagt, das wurde so gemacht, der stand da so dran und es wurde nicht dreimal wiederholt, es wurde einmal und dann war das im Kasten und fertig. Das wird wirklich eins so gezeigt. Und was für mich total lustig war, dass, obwohl ich ja das schon wusste, wie das ausgeht, ist ja keine Live-Sendung, ist ja auch kein Geheimnis, ich war so aufgeregt bei den Duellen. Ich hatte echt schwitzige Hände und ich war da als Schiedsrichter auf der Bahn. Habe ich gedacht, Miriam, was ist denn jetzt mit dir los? Ich sitze da vor dem Fernseher und boah, ich habe so mitgefiebert und war das knapp und boah, die Wiederholungen. Aber ja, Kameraperspektive ist nochmal eine andere. Und ich war da nochmal und ich weiß halt auch einfach, wie diese Emotionen ja in der Halle waren. Und das war, ich fand, das wurde richtig schön gezeigt und das kam richtig, richtig schön rüber. Grüße an Dodo, wirklich auch verdient gewonnen und größter Respekt, ne? Also was mir und Frieda da gezeigt haben in dem Alter. Ich fand es so krass, ich saß ja in dem Vortrag und jetzt muss ich gestehen, ich bin so ein richtiger kleiner Diddle, der dann auch immer mit seinem Handy spielt, während er in irgendwelchen Vorträgen sitzt. Und du hast irgendwann das Foto gepostet von uns Vieren, wie wir vor dem Duelllauf auf dieser Bahn standen. Ja. Und ich sehe es und bam, ich war genau in diesem Moment. Ich wusste jedes Wort, ich wusste die Aufregung, ich habe sie wieder gefühlt. Ich habe uns vier auf diesem Rasen gesehen und habe nach vorne geguckt und wenn du so schräg rechts nach vorne guckst, das war die Startplattform und da saß die ganze Crew und es war alles wieder da. Ja. Und ich dachte so, oh, heftig, wie sehr man doch in diesem Moment dann ist. So darf, oder wie sehr ich in dem Moment da in diesem Moment war und wie herzlich es war, obwohl es war unmittelbar vor dem Finallauf. Ja. Und die beiden untereinander waren so klar miteinander. Mit uns respektvoll waren sie respektvoll auch, ja. Und mit uns beiden. Es wurde nichts in Frage gestellt, nein, sondern ey, wenn Jan und Miri das so entscheiden, dann ist das so. Ja. Überkrasse Sports, Männer und Frauen beide. Und genau, auch von mir nochmal, ey, herzlichen Glückwunsch an Dodo, war auch schon hier im Podcast. Mhm. Er hat das Ding endlich gewonnen, vollkommen zu Recht. Und auf der anderen Seite, ich habe es Mia vor Ort gesagt, ey, in ein paar Jahren löst die mich da ab und dann steht die da. Wahnsinn, wie man in dem jungen Alter, und das wissen wir beide, wie viel Druck es dann doch irgendwie ist, da zu stehen, da mit seinem Hund performen kann, im Finale stehen kann und so eine Leistung abrufen kann. Also auch da nochmal Chapeau. Und auch hier, ne, also ich habe immer wieder, das wirst du auch erleben, jetzt so, klar, jetzt waren wir da ziemlich nah dran dabei, du schon zum zweiten Mal. Und dann kommen ja immer wieder die Leute und sagen so, ja, mein Hund kann das auch alles und ich will da auch mitmachen. Sage ich, alles gut, jeder kann sich bewerben, ne? Besucht's, klar, man kann nicht garantieren, ob jemand genommen wird, aber jeder kann sich bewerben. Und wenn du genommen wirst, unter diesen Voraussetzungen, in dieser Location, beeindruckend, mega geil, aber es ist nicht dein Zuhause, wo der Hund das abliefert. Es ist nicht der Hundeplatz. Und auch hier nochmal,
will ich jetzt gar nicht nochmal das Thema neu aufmachen, aber es ist auch nicht der Fluss oder der See, wo der Hund reinspringt. Es ist der Pool mit den Scheinwerfern, mit den ganzen Leuten, die anwesend sind, mit der Anspannung, mit doch, auch wenn viel nachgebaut wird. Ich liebe es zum Beispiel total zu sehen, wie Leute vorab das geübt haben, ja, was die sich alles ausgedacht haben, diese Geräte nachzubauen. Total geil. Ey, ohne Scheiß, das ist das erste Mal im Leben, dass ich dieses Instagram feiere, Ja, weil da die kriegst du ganzen alles mit. Kandidaten uns ja wirklich oder ne, alle da mitnehmen und ja bis Ja. heute noch so in ihren Stories und so raushauen. Und Voll. dann sehe ich, wie die ihre Wohnung umgebaut haben, wie die ihren Garten umgebaut haben, wie viel Zeit, Herzblut, Ja. Energie da drin Ja. steckt. Und da denke ich so, wow, krass. Also es ist wirklich Richtig schon krass. eine Hundesportart geworden. Also ich fasse es so unter Ja, dem Namen ja. zusammen. Wahnsinn. Mit so einer krassen Palette an Anforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen, die du erfüllen musst. Und dann reden wir noch nicht davon, Studiolicht, Kameralicht und. Ja. Ich feiere es krass, wie Leute ihr Zuhause umbauen, um zu üben. Ich finde es richtig Und geil. auf was für Ideen die auch einfach kommen, wo ich denke so, wow, Wahnsinn, ich kenne die Geräte, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das und das dafür zu verwenden, einen Sonnenschirm praktisch mit einer Stange für die Drehtür und drumherum Frischhaltefolie wickeln und alles, ne? Was die alles als Tunnel benutzt haben, auch draußen, wo sie geübt haben, bei jedem Gassigang, also so kreativ. Und das muss ich sagen, also ich war jetzt auf beiden Seiten, einmal als Teilnehmerin mit Gambit und einmal jetzt als Hundefüße oder Hundeexpertin an deiner Seite mit dabei. Und da muss ich sagen, ich konnte mich da halt voll hineinversetzen und hineinfühlen, weil, das habe ich auch dann RTL mitgeteilt, dass ich halt gesagt habe, ich bin denen so dankbar für die Zeit, nicht nur für die Aufnahme, sondern was ich davor mit dem Hund verbracht habe. Einfach Sachen gemacht, die ich davor, jeder ist in seinem Schema drin. Ich mache die Physio, ich gehe Radfahren, die gehen viel schwimmen, im Winter machen die Bike-Jogging, ich mache das Agi und alles. Ich mache Koordinations-Gleichgewichtsübungen, Muskelaufbau, aber mal so kreative Sachen, wo Geschicklichkeit, vielleicht auch mal Balance mit viel Köpfchen dabei ist, da wäre ich jetzt selber nicht so drauf gekommen, das in Fokus zu stellen. Und was ich da allein bei den Sachen, und es sind ja nur ein paar Wochen, also versuchst du da so intensiv wie möglich das zu machen, was ich in der Zeit mit dem Hund Zeit verbracht habe und wo wir dran gewachsen sind, am Anfang habe ich gedacht, nicht machbar für mich, ne? Der Hund kann es vielleicht, aber nicht mit mir als Trainerin, Anleiterin, wie auch immer. Da muss jetzt jemand anders kommen und es dem Hund beibringen. Und dann schafft das irgendwie doch, oder du versuchst Wege zu finden, weil du es wirklich möchtest. Also ich finde die Zeit davor, das ist ein tolles Erlebnis dort, das steht außer Frage. Das ist was sehr Besonderes, aber einfach auch die ganze Zeit davor und jeder, wo da einfach dabei war, egal wie weit er es geschafft hat, das ist eine Wahnsinnsleistung, was man da mit dem Hund dann Zeit verbringen, den Aufwand davor betreibt, fängt ja schon beim Bewerben an und die ganzen Sachen, wenn man dann echt genommen wird, das zu üben und dann allein den Parcours zu durchlaufen. Völlig egal, was da am Schluss für eine Zeit steht. Und auch Respekt für alle, die wohl mal zu einem Zeitpunkt gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, wenn der Hund Ey, gibt, Güte, will. Grüße gehen raus, Ja, ey. Was für ein Move, ja? krass. Was für ein Move. Ja. Einfach zu sagen, nein, jetzt sind hier andere Sachen wichtiger, mein Hund ist mir jetzt wichtiger und nicht hier ans Ziel zu kommen, eine geile Zeit zu haben, sonstiges. Das ist einfach gerade im Finale, wo doch nochmal ein anderer Druck drauf ist. Ne? Also das finde ich schon, So ja, kurz zwei Chapeau. Sachen dazu. Zum einen genau das. Also ich wurde zum einen gefragt, was findest du so geil daran? Und dann war meine Antwort, ey, genau das Finale. Diese Leute sind so kurz davor und dann entscheiden sie sich pro Hund oder pro, ich mache hier noch ein Salto, weil es eine Show ist und weil es ein geiler Move ist. Und es kostet ein paar Sekunden und du merkst genau in diesen Sekunden, ey, die wollen hier eine geile Zeit mit ihrem Hund haben. Ja. Und die wollen hier eine geile Performance abliefern mit ihrem Hund. Und wenn sie darüber hinaus auch noch erfolgreich sind, sagt keiner nein, alles fein. Aber das ist nicht das primäre Ziel von den Leuten, die da sind. Und das feiere ich so krass. Und das Zweite, witzig, dass du es sagst, weil ich wurde mal gefragt, was für mich das Größte daran ist, dass ich das machen darf. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also dafür ein bisschen sorgen zu können oder den Anstoß dafür geben zu können, dass du dich mit deinem Hund beschäftigst. Und jetzt haben wir durch die Teilnehmer so krasse Dudes auf Instagram, die da so viele tausende Follower haben, wo ich denke, ey, krass, wenn jeder von denen das jetzt nochmal schafft, dass 10 Leute in ihrem Wohnzimmer irgendwas umbauen und irgendwas mit dem Hund machen. Alter, wie geil ist denn das? So mega geil. Und es ist scheißegal, ob es richtig oder falsch ist, so. Es darf nicht dumm für den Hund sein, so. Aber ansonsten vollkommen egal, ob der die Slackline vorwärts, rückwärts, seitwärts, Alter, mach wie immer es witzig ist.
Aber wie geil, so du hast auf einmal ein Game mit deinem Hund. Ja. Finde ich richtig gut. Dürfen wir eigentlich über all das reden? Naja, wen interessiert? Auch schon wieder zu spät. Jetzt kriegen wir E-Mails von Caro und von Top Dog. Fand halt auch einfach richtig krass, wie wirklich diese ganze Crew da mitgefiebert hat, ne? Und dann drückt jemand auf den Buzzer und dann hauen Jan und Buschi die Zeit raus. Ey, und du hast einfach in deinem In-Ear auf einmal so gejubelt und denkst so, ey, krass, die freuen sich wirklich alle mit und denkst so, Alter, Wahnsinn, geil, ey, was für. So, und das ist halt einfach, also diese Energie in dieser Halle ist schon Ja. ziemlich einmalig. Und, also muss ich ehrlicherweise an der Stelle auch mal sagen, so für mich selbst, macht schon auch süchtig. Ja, ist natürlich ein cooles Gefühl, ne? Und wie du sagst, die nehmen dich alle mit. Und du kannst dich dann selber auch einfach zuerst denkst du so, okay, du hältst dich zurück, beherrsch dich jetzt mal ein bisschen. Und dann aber die anderen das drumherum, wie alle auch wirklich mitfiebern. Und wer macht jetzt das Rennen? War das jetzt? Oh, welche Sekunde? Geht der, löst der aus, der Buzzer löst der nicht aus, kommt der Hund aus dem Wasser, oh nein, jetzt kommt der seitlich nochmal. Also total schön. Oder auch, das fand ich auch total nett, einfach so dieses Menschliche. Und es waren ja, klar, waren da schon viele dabei von der Crew, die hatten auch oder haben Hunde. Und dann gab es aber auch welche, die hatten keine. Und trotzdem dieses, sich hinzustellen und zu sagen, ist das ein schöner Hund? Boah, gefällt der mir? Oder boah, was ist das für eine Leistung? Ne? Vielleicht wissen die noch nicht mal, was dahinter steckt mit dem ganzen Training und dem Drumherum, aber einfach. Das Aufrichtige, das Tierwohl pro Hund und trotzdem das auch mitteilen können und kommunizieren können, ne? Ja, ich habe es auch sehr genossen, die Zeit. Auch nochmal Dank an dich. Es war sehr, sehr cool. Jetzt hier mal Ende mit der Werbeveranstaltung. Kann doch nicht sein. Die nächsten beiden Freitage nochmal schön einschalten. Ist noch Promi-Special und Best-of. Hast vergessen, wann zu sagen und wo. Freitag, 20:15 Uhr. RTL. Dürfen wir das So sagen ist oder es. müssen wir jetzt hier Werbung in dem Podcast sagen? Jetzt muss ich sagen, Werbung, aber unbezahlt. Unbezahlt. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Voll die Anfänger, hä? Super, läuft bei Ey, wenn wir uns. hier eh gerade voll in dem Werbeding drin sind, weil wir kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen haben, letztes Thema, und dann rocken wir das hier auch ab, wie wir immer so schön sagen. Zweites Hunde-Physio-Turnier steht an. Weiß ich, weil ich zufällig einen Flyer dafür gemacht habe. Das ist ein Wahnsinn, echt. Und der ist wieder so schön geworden. Weil er genauso aussieht wie der Erste. Genau. Es ist Wiedererkennungswert. Habe ich jetzt langsam auch gelernt. Es ist wichtig, einen Wiedererkennungswert zu haben. Deswegen haben wir in dem Podcast mal kurz alles geändert. Naja, nach 2,5, 3 Jahren darfst du das auch mal. Nimm uns Stimmt noch gar nicht, wir kurz haben mit, vor 2 Jahren Miri. das gemacht. Ja, zweites Hundefüßchen-Turnier steht an. Ist das jetzt auch unbezahlte Werbung, oder? Ja, alles, alles, alles. Ab Okay, jetzt, wir alles. machen das jetzt einmal pauschal für alle Folgen und dann ist immer unbezahlte Werbung. Perfekt. Ja, das erste kam ja echt gut an und danach fand ich auch ganz nett, kamen auch welche zu mir und haben gesagt, boah, sie haben gedacht, da stoppen nur die Profis und sie haben sich echt nicht getraut. Jetzt haben sie gesehen, dass da in Anführungsstrichen ganz normale Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen mit ihrem Hund da eine coole Zeit haben. Und jetzt würden sie sich auch trauen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, zuerst war ich nicht so motiviert, weil das erste wirklich, ist, glaube ich, immer, wenn man was Neues so ein bisschen erschaffen will. Man weiß ja selber noch nicht so den Ablauf. Es gibt es ja in diesem Format noch nicht. Also musst du selber dir über so viele Sachen Gedanken machen. Und deshalb habe ich gesagt, ich überlege mir das erstmal. Aber es kamen immer mehr Rückfragen in der Gruppe und wo mich Leute angeschrieben haben und die, wo auch schon mitgemacht haben. Und auch hier freue ich mich total, dass sich schon welche angemeldet haben, die beim ersten Mal auch schon dabei waren. Das waren so die ersten, wo sich angemeldet haben. Aber es sind noch Plätze offen. Also von daher, wer Lust hat mit seinem Hund, auch hier eine coole Zeit zu haben, einen coolen Tag zu verbringen, Spaß zu haben, die Atmosphäre zu erleben, erstmal, wie mein Hund agiert, wenn so ein bisschen Trubel drumherum ist, aber alles doch, ich sag mal, in einem sehr gesicherten Feld. Und der darf sich da gerne anmelden. Wir haben sogar noch eine Besonderheit dieses Jahr. Wir haben die Jugendklasse, aber nicht für Hunde, sondern wirklich für die menschliche Jugend bis 16 Jahre. Und dann darf man sich da sehr, sehr gerne anmelden. Der Flyer findet man in Facebook. Ich poste den immer wieder. Ansonsten darf man auch gerne mich anschreiben. Ich leite das gern weiter von der Anmeldung her. Wir würden uns sehr freuen, weil diesmal haben wir jetzt sozusagen 4 Klassen, in denen man starten kann. Wieder die Bambi, Hase und Fuchs. Und auch hier, es muss keiner Profi sein. Keiner kann sich blamieren, weil wenn du schon mutig genug bist, dich da anzumelden, dann hast du schon gewonnen. Dann musst du gar nicht irgendeine Platzierung haben, sondern dann. Auch hier ist dieses Vorarbeiten wieder, ein paar Sachen vielleicht mit dem Hund üben. Und nein, der muss nicht 5 Minuten auf dem
bellen wie ein Elefant da rumbalancieren, sondern wenn der neben dir bleibt, dich anschaut, ist es doch schon eine isometrische Stabilisation. Wenn der die Pute noch geben kann, schön. Kann der rückwärts laufen? Kann der sich drehen? Kann der um den Ausleger kreisen? Kann der einen Sprung über eine Aggi-Hürde machen? Dann hat es ja alles mit Bewegung, mit Koordination und mit Gleichgewicht zu tun. Also das müssen jetzt auch nicht hier die High-Class-Tricks sein, was ein Hund können muss, sondern einfach eine coole Zeit, ein paar Bewegungsübungen und im Endeffekt, sobald der Hund sich vorwärts bewegt, findet ja schon Bewegung statt. Cool. Also anmelden, gute Zeit haben, bisschen was mitnehmen, bisschen was von den anderen sehen. Und weil du gerade Elefant gesagt hast, heute ist voll so die Tier-außer-Hund-Folge. Ich habe gelesen, letzte Frage, dann ist wirklich vorbei, aber ich habe gelesen, dass wenn man Elefant die ersten Jahre anbindet, dass man dann die Kette abmachen kann und der verlässt aber diesen Platz nicht, weil der nicht checkt, dass er nicht mehr angebunden ist. Weißt du, ob das stimmt? Ach krass. Nee, werde ich aber tatsächlich meinem Internet Nachforschungen anstellen. Kann ich mir aber schon vorstellen, weil vielleicht auch, wenn der das nie anders kennengelernt hat, kann das ja wirklich sein. Und ich kenne das, aber jetzt kein Elefant, aber ich kenne das von dem Hofhund, der war auch am Anfang nur an der Kette und der wusste immer, selbst wenn der vorschießt und so, dass immer wieder die Kette ihn limitiert. Und jetzt ist er schon seit Jahren nicht mehr an der Kette, aber der geht nur bis zu diesem Punkt, wo die Kette gegriffen hat und keinen Schritt weiter, obwohl Na, der jetzt ja hast du eigentlich. quasi schon meinen Bogen geschlagen. Das wäre nämlich dann meine nächste Frage gewesen, ob du glaubst, ob das mit Hunden auch so gehen würde. Also ich kenne Ohne es von dass ich es einem, cool finde, aber ja, ich kenne es tatsächlich von einem Hofhund und ich denke, wir sind ja da irgendwie auch wieder in einem konditionierten Verhalten, sowas. Ich denke, dann gibt es aber auch unter den Hunden welche, die sagen, ich bin doch nicht blöd, ich merke doch ganz genau, hier ist keine Kette mehr, dann nehme ich mal den Freiraum. Und andere sagen wieder, nee, da traue ich mich gar nicht vielleicht, mir diesen Freiraum zu nehmen, weil vielleicht auch je nachdem, was für eine Erfahrung da kommt, weil wenn der Elefant jetzt die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht so cool ist, aber wir können es ja mal so machen. Wenn irgendeiner von euch Elefantentrainer ist, dann meldet euch gerne mal bei uns. boah, das wäre richtig cool, oder? Oder kennt irgendjemand? Da fällt mir ein, aber die haben keine Elefanten, weil mein Neffe, der ist ja im Zirkus, der ist, reist ja nur mit dem Zirkus rum, aber der ist nur Artist und die haben keine Tiere. Also die machen nur Guter körperliche Zirkus. Sachen. Ja, die haben keine Tiere. Cool, Aber vielleicht Miri. kennt der jemand. Ich frage mal nach und dann können wir das nächste Mal damit einsteigen. Okay. Abgemacht. Nächstes Mal starten wir mit der Auflösung dazu, ob ein Elefant an seiner Position stehen bleibt, wenn er die ersten Jahre angekettet war. Also, ne, so, ich denke schon, dass der ein bisschen sich bewegt. Aber komm, wir wollten es abrocken. Vom Seehund über den Elefanten bis zum Hund. Heute war alles dabei. Wir sind gespannt, wie die Verwirrung in euren Köpfen aussieht. In meinem ist sie groß. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe mal irgendwann einmal gesagt, Miri, das hat mir Freude bereitet, dafür hast du mich verarscht. Deswegen habe ich jedes Mal den Impuls, das sagen zu wollen, aber ich traue mich nicht mehr. Oh, das ist aber schade. Schau, das ist schon falsch konditioniert jetzt. Da muss ich an mir arbeiten. Kann ja nicht so Miri hat weitergehen. mir Freude bereitet. Mir Tschüssi. diesmal auch sehr viel. Danke. Wowie, wowie. Ciao.